Ja, hallo, hier ist Martin von der fotoakademie.eu und in dem heutigen Videotutorial will ich euch mal einen kleinen Tipp geben, der für einige von euch sicherlich hilfreich ist für die Zukunft. Sicherlich habt ihr euch auch schon mal gewundert, wenn ihr aus Lightroom irgendwas bearbeitet habt, dass eure Bilder verschwunden sind. Ab und zu macht ihr dieses und ihr wisst jedes Mal, wenn dieses Problem auftritt, nicht, woher das liegt und fangt an zu suchen. Ich habe das schon häufiger gehört, dass Leute mich fragen. Mir ist das selber auch schon passiert, dass ich zum Beispiel hier in der Photomatix eine HDR zusammengefügt habe. Wo ich fertig war mit Photomatix, komme ich zurück zu Lightroom und ja, wo ist mein HDR? Ich habe jetzt hier mal jetzt als Beispiel diese HDR-Serie genommen, die wir dann komplett bearbeiten würden in Photomatix beispielsweise. Ich habe euch das schon mal vorbereitet für das Video, damit das nicht so langweilig wird und lange dauert. Ja, das Bild geht dann in Photomatix. Ihr macht dort alle Einstellungen, die ihr haben wollt. Sagt okay, Save and Reimport. Lightroom öffnet sich wieder nach dem Reimport und in eurer Grid-Ansicht hat sich nichts verändert. Es ist nach wie vor eure HDR-Serie zu sehen, aber nicht das fertige HDR-Bild aus Photomatix. Ja, woran liegt das jetzt? Lightroom hat als Standard jedes Mal, wenn ihr Bilder importiert in Lightroom, die Angewohnheit zu sagen, ich benutze Katalog vorheriger Import. Und dieser vorherige Import beinhaltet genau die Bilder, die ihr gerade importiert habt, in diesem Fall 6 Stück. Aber durch diese Einstellung ignoriert Lightroom alles andere, was durch eigenständige externe Programme wieder zurückgeführt wurde zu Lightroom. Also die anderen Dateien. Und da habt ihr jetzt halt die Möglichkeit zu sagen, alle Fotos, habt ihr aber einen großen Katalog mit mehreren Ordnern, dann seht ihr natürlich viel zu viel. Ihr könnt aber auch zu eurem I Ordner gehen, eure eigene Ordnerstruktur, eure Sammlung und klickt dann einfach auf diesen Ordner und dann bekommt ihr nicht nur eure Bildserie, sondern ihr bekommt auch das von Photomatix zurückgebrachte HDR-Bild, verrechnete HDR-Bild. Ja, und ich hoffe, in Zukunft, wenn euch das passiert, ihr habt vielleicht sogar, wie ich das häufig habe, halt diese Seitenleiste ausgeblendet und ihr wundert euch, wo euer Bild ist, klappt die Seite auf, wählt euren Ordner. Oder halt, wenn ihr die permanent offen habt, die Seitenleiste, dann macht gleich nach dem Import, das habe ich mir angewöhnt, Bilder wurden importiert und ich klicke sofort den Ordner an, den ich haben will, woraus ich importiert habe und fange an zu arbeiten mit meinen Bildern und dann bin ich auch sicher, wenn ich sage, exportieren nach dem Zurück importieren, dass ich auch wirklich das Bild sehe in meiner Struktur im Lightroom. Ja, das war's von mir. Vielen Dank für euer Interesse. Ich hoffe, in Zukunft passieren euch diese kleinen Problemchen nicht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.